Willkommen zurück bei Sacred Underworld. Ja, wir merken schon, dass es ziemlich dunkel hier, aber nicht, weil wir unter der Erde sind, sondern einfach nur, weil es gerade Nacht ist unter der Erde. Und am besten sprechen wir jetzt mit Gargadux, so hieß der Kerl doch, genau. Da, mit dem da. Hallö. Hurra! Vollbracht ist es! Skrag ist tot! Erschlagen! Gut für Haduk, gut für alle! Ja, gut, gut, gut. Also der hört sich so ein bisschen an wie Yoda auf Drogen. Und Skra finde ich ein bisschen langweilig. Ich finde Skrak viel aggressiver, den Namen. So, ja, und jetzt fragen wir mal das Questbuch, das sich hier unten befindet. Pfad des Schicksals, gar nichts, bla bla bla. Im Zentrum, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Findet Ashanti und redet mit ihm. Na, dann machen wir es glatt mal. Dazu müssen wir zurück nach Purgatory. Vorbei an diesen ekelhaften Ekel-Ekel-Viechern. Geht mir doch mal aus der Bahn. Ihr könnt doch sowieso nichts. Da habt das mal. So. Ja, leider ist mein Charakter in Path of Exile nicht so stark. Naja. Was soll man sich beschweren? Man hat nun mal das, was man hat. Und mehr gibt's dann auch nicht. Ja, 1000 Gold brauche ich nicht. Spinnelings brauche ich auch nicht. Ja, also wir sind jetzt eigentlich mit Skrak fertig, mit dem ersten Subkari, dem ersten Oberdämon von nach Andukar. Und haben hier ein leichtes Problem, wartet mal. Ja. Exzellente Beinschienen des Smaragdes. Geh mir doch mal nicht auf die Nerven, du Pflanzen. Man scherzt eben nicht über einen Magier. Vieh. Das Gold nehme ich mal mit, wo es ja gerade in der Nähe rumliegt. Ja, also den ersten Oberdämon haben wir geknüppelt. Jetzt müssen wir mit Ashanti reden, der uns weitere Hinweise gibt, wohin wir uns denn zu begeben haben. Meine Güte. So viele leckere Erfahrungspunkte. Was man auch beim letzten Eiskreis gesehen hat, ist, dass so eine Vampirismus-Sache, also dass man den Gegner Leben abzieht, doch relativ nützlich sein kann. Vor allem, wenn man gerade mitten im Getrubel steht und eigentlich Haufen Schaden austeilt, aber Haufen Schaden auch einsteckt. Wie viele Lebenspunkte habe ich eigentlich? Oh, ich habe einige Lebenspunkte. Also man erlebt ja, dass bei verschiedenen Rollenspielen die Schadenswerte von den Waffen immer unterschiedlich sind. Aber wie ich das gerade sehe, sind so die Hitpoints immer relativ gleich. Also, na gut, nee, ich glaube bei Diablo hatte man da jemals 2300 schieß mich tot Lebenspunkte? Ich glaube nicht. Aber jetzt zum Beispiel bei Path of Exile, wenn ich mal den Vergleich wieder ziehen darf, hat die Tante, die ich da gerade spiele, 1600 Hitpoints. Also, geht doch mal alle weg. Ich will hier gerade irgendwas Hochphilosophisches erzählen, ihr rennt mir andauernd in den Weg rein. Na, und ihr? So. Wo muss ich eigentlich hin? Hier war ich doch noch gar nicht. Ich muss, glaube ich, nach da oben so ein bisschen mehr. Also die Karte ist schon sehr hilfreich, weil man verläuft sie doch in diesem verdammten Pilzwald relativ gut, sage ich jetzt mal. Und außerdem muss man davon kotzen hier. Ach, geht mir doch alle weg hier. Also ich muss eigentlich sagen, dass die Viecher hier in Steinhimmel etwas ekliger sind als die oben auf der Oberwelt quasi. Da hat man einen Haufen Insekten, aber die gehen ja noch. Später im Spiel kommen dann wirklich eklige Dinge, mit denen man sich überhaupt nicht befassen möchte. So. Ja, ich habe so ein paar Fliegen am Hals. Vielleicht sollte ich mich mal wieder duschen gehen, aber das kann auch nachher passieren. Und du hier? So. Ich nehme das Gold mal mit, weil wir wollen ja auch den Pfennig ehren. Den Pfennig bestehend aus 1000 Gold und die Hälfte lasse ich liegen, weil ich so ein dummes Bonzenschwein bin. So, wo muss ich eigentlich jetzt hin? Ich bin schon wieder völlig verwirrt. Und nehme mal die 7 und mache mal hier sowas. Und bringe alle um. Das halte ich immer für relativ praktisch hier an der Stelle. Die Pflanze kann da stehen bleiben, ist mir auch egal. Was wollte ich vorhin jetzt eigentlich noch erzählen? Ich habe es wieder vergessen. Eigentlich schade. War, glaube ich, sogar halbwegs sinnvoll, aber so ist es nun mal im Leben. Man, erinnert sich nicht an alles. Meine Güte, sind hier Haufen Krimskrams. Also ein Gegner mangelt es nicht direkt. Das, was ich halt so ein bisschen schade finde,
die sind in keine wirklichen Gruppen zusammengefasst. Also man hat es vielleicht auf der Oberwelt schon mehr gemerkt, dass die Gegner in Gruppen angreifen. Komm zurück. Ja, der ist nicht mehr wiedergekommen. Das hat man besser gemerkt an solchen Goblin-Gruppen zum Beispiel. Wenn man da einen Goblin angegriffen hat, hat auch die restliche Gruppe angegriffen. Und ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ach, da unten muss ich hin. Haufen Klipper, Klipper. Und hier sind die Gegner eher so einzeln. Da ist keine wirkliche Gruppe mehr erkennbar. Also die jetzt schon hinter mir, aber die habe ich auch zusammengesucht. In mühsamer Kleinarbeit. So. Und man kriegt ja wesentlich bessere Erfahrungspunkte. Also der Stufenaufstieg geht wesentlich schneller als in manch anderen Spiel. Muss ich auch mal bemerken hier an der Stelle. So, dann nähern wir uns Purgatory. Da oben sind schon quasi die Mauern dieser wunderschönen Stadt, die den Namen Fegefeuer trägt. Aber naja, war doch so. Purgatory ist eigentlich auf Englisch das Fegefeuer. So, die Blutschrecke ist auch weg. Da müssen wir hier vor den Toren nochmal aufräumen. Draußen vor dem Tore quasi. Das Fass machen wir kaputt, weil wir ein Randalierer sind. Ah, und kriegen 1000 Gold. Mein Gold. Und befinden uns jetzt offiziell in Purgatory. Wunderbar. Dort ist auch schon Ashanti. Der Obertypi vom Ganzen oder auch nicht. Und die Leute, die hier wohnen, die sind so ein bisschen, naja, bedingt hübsch aussehende Leute. Und hier liegen übrigens auch Leichen auf der Straße. Das scheint vermutlich so eine Art kulturelle Opferstätte zu sein, die Straße. Da liegt man einfach überall irgendwelche Leichen hin und dann ist es gut so. So, bevor ich jetzt noch dummes Zeug weiter erzähle, drücke ich hoffentlich den richtigen Knopf für das Schnellspeichern. Ich glaube, es war der hier. Ja, puh, hab ich ein Glück. So, und spreche mit Ashanti. Protok, mein engster Vertrauter, ist in der Hand von Andukas Schergen. Geht und befreit ihn, bevor er die Rebellion unter Folter verraten kann. Verzeiht, wenn ich so kurz angebunden bin, doch die Zeit drängt. Mein Name ist Ashanti. Ich stehe dem stetig wachsenden Widerstandszirkel vor, der sich in Purgatory gegen Anduka gebildet hat. Unglücklicherweise ist Protok, meine rechte Hand von Andukas Soldaten, gefasst worden und wird jetzt verhört. Niemand kann der Folter dieser Bestien lange standhalten. Und mit jeder Sekunde, die verstreicht, steigt die Gefahr, dass Protok uns verrät. Geht und befreit ihn, bevor es zu spät ist. Denkt dran, Protok kennt den Weg zu dem Tor, das ihr sucht. Oh, er ist fertig. Ja, Ashanti, ein Daridianer, der dem Widerstandszirkel vorsteht. Der hat's ja drauf. Gut, Protok. Das könnte fast so ein Hühnername sein. Protok. Der wurde ihm quasi entführt und wird jetzt so ein bisschen ausgequetscht. Quatschen tun die, glaube ich, eher weniger. Das erwarten die eher vom Protok, dass der quatscht. Aber wir können uns auch erstmal hier in Dingens umgucken, im Purgatory, denn hier gibt es wieder einige wunderbare Nebenmissionen und irgendwelche tollen Leute. Rüstet euch hier noch gut aus, bevor ihr ins Unbekannte weiterzieht. Das hast du mir gerade zu sagen. Also diese alienmäßigen Typen, sag ich jetzt mal, das sind Daridianer. Und diese Yoda-Verschnitte hier, Yoda in groß, das sind Haduk. Und das sind eigentlich so die beiden Völker, die man jetzt hier so quasi freundschaftlich antrifft. Man trifft natürlich auch andere Völker, bloß die wollen da meistens auf die Schnauze geben. Wer bist du denn? Ah, Znarf Ladarz. Das ist ein wunderschöner Name. So, bringt mir 10 Nuknuk-Gebeine und 5 Schädelreißerherzen. Oh, ihr habt mich entdeckt, weil ich stehe auch nur im Vorgarten rum wie ein dummes Stückchen Scheiße. Ihr seid kein Nuknuk, so viel erkenne ich. Ja, ich bin ja auch ungefähr doppelt so groß. Aber ihr seid friedlich, gut. Ich bin ein Zauberkundiger der Daridianer und erforsche das Nuknuk-Gebiet. Doch diese garstigen Mumien sind überall. Könnte ich einen Lokalisierungszauber wirken, müsste ich mich nicht selbst in Gefahr begeben. Doch dafür benötige ich 10 Nuknuk-Gebeine und 5 Schädelreißerherzen. Bringt ihr sie mir? Ich würde sagen, nö. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, ich bin natürlich ein vorbildlicher Nebenquest-Annehmer, deswegen nehme ich alles an, was mir unter die Finger kommt. Also fast, also. So, ich guck mal hier in die Hütte rein, die ist eigentlich relativ hübsch. Hat die einen Keller?
Ne, das sieht nur so aus, vermutlich so ein Pseudo-Keller. Ja, also von der Architektur her erinnert das so ein bisschen an eine mediterrane Sache, aber halt auch nur so ein bisschen. So, mal gucken, ob es hier noch irgendwelche versteckten Nebenquests gibt. Hier drinne war irgendjemand. Gar keiner, glaube ich. Irgendwo gab es hier, ach so, der Händler war woanders. Hier ist meine allseits beliebte Truhe. Hier ist keiner. Ja, da. Hier muss doch noch irgendwo so eine dumme Nebenaufgabe sein, die eigentlich völlig bekloppt ist. Ah ja, ich glaube, hier ist die. Ich gucke mal kurz in dein Haus rein, liebe Frau. Okay. So, das ist eine, na, da redet ja eine Frau, die sieht man. Oh Gott, die hat bestimmt seit mindestens 3 Wochen nicht geschlafen, so wie die aussieht. Egal, ich rede mal trotzdem mit ihr, weil ich ein netter Mitbürger bin. Es ist das Keksmädchen, das hier mehr Haare hat als da. Naja, vermute ich, bei dem Anblick wären mir auch schon alle Haare ausgefallen. Bringt mir Kekse für den Marquis de San Marco. Seid gegrüßt. Meine Mutter wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal zu einem der rauschenden Feste des Marquis de San Marco eingeladen zu werden. Dafür muss sie ihm jedoch ein besonderes Geschenk überbringen. Ich habe herausgefunden, dass der Marquis für sein Leben gerne Naschwerk isst. Sucht den Meisterbäcker und bittet ihn, seine besten Kekse für euch zu backen. Würdet ihr mir diesen Gefallen erweisen? Geht davon aus, dass ich diesen Auftrag erfüllen werde. Obwohl ich gerade vollkommen andere Probleme habe. Aber ich suche auch gerne einen Bäcker auf, um dem Kekse irgendwie abzuluxen. Hier ist der Schmied drin und den brauche ich eher weniger, muss ich mal offen zugeben. Hier ist ein Schädel von, boah, ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Hat auf jeden Fall viele coole Hörner. Könnte eigentlich fast so ein Saqqara-Dämon sein, oder? Hier liegen wieder Leichen rum. Ich weiß nicht, was sie damit machen, aber es scheint zur Kultur zu gehören. Deswegen geht das schon in Ordnung. So, hier ist der Händler. Den quatsche ich gleich mal an. Und verkloppt ihn hier so ein bisschen Krimskrams. Geschwindigkeit 14, Regeneration und Zauber. Brauche ich nicht. So, weg. Weg. 184 gegen 433. Also, bitch, please, ja. Da kannst du das gut nehmen, das kannst du auch nehmen. Meuchelnder Helm der Macht, der meuchelt, den will ich aber nicht aufsetzen. Nee, dann nehme ich lieber Mikkelats Augen, das hört sich cool an. Mikkelat. Das ist ein Name. Lavagärte der Ring der Lieder, den wollte ich eigentlich noch drinne behalten, weil der eigentlich nicht so kacke ist. Deswegen bleibt er auch mal drin. So, das kommt weg, das kommt weg. Der Quatsch kommt auch weg und eigentlich müsste ich ja wieder mal zum Kombo-Meister. Gott, oh Gott, das ist fast genauso nervig, wie seine Steuererklärung zu machen. Irgendwelche tollen Stäbe. Plus 10% Zauberregeneration. Na, das ist super. Das bringt mir richtig viel. Ja, irgendwelche Rüstungsteile habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil ich habe eigentlich ziemlich gute Rüstung. Deshalb lasse ich den Händler mal da stehen. Hier drin steckt, glaube ich, der Kombo-Meister, falls man den mal suchen sollte. Da. Wo ich jetzt, wie gesagt, keinen Bock habe, den anzuquatschen. Normale Schlachtross. Yeah. Geschwindigkeit 160 und meins hat Geschwindigkeit 207. Also Reitpferd ist halt schneller als ein Schlachtross, hält aber glaube ich auch weniger aus. So, ich mache mal Pilze kaputt, die mitten auf der Straße wachsen. Ja, mal gucken. Wo muss ich eigentlich so rein, nebenquestmäßig? Da frage ich mal die Karte dazu. Ich muss nach da unten. Okay, gehe ich halt nach da unten, ist mir auch egal. Wir haben auf jeden Fall eigentlich 2 Teile von dieser ganzen Stadt. Also wir sind hier gerade im, ich sag mal, südöstlichen Teil. Und da gibt es noch einen nordwestlichen Teil. Da gibt es, glaube ich, auch 1-2 Nebenaufgaben, die wir uns gerne angucken können. Aber erstmal interessieren mich natürlich brennend die Kekse. Die sind super wichtig und auch von größter Bedeutung. Bist du der Meisterbäcker? Kekse? Ja, ich esse für mein Leben gern süßes Naschwerk. Bringt mir welche und ich werde euch fürstlich dafür entlohnen. Ach so, ich glaube, der Bäcker steckt irgendwo außen. So, warte mal. Ich begebe mich mal auf mein Hotte-Hü hier. Und werde mit dem dann mal die weite Welt erkunden. Und das am besten auch in der nächsten Folge. Genau, wir haben hier super viel erlebt in der Folge. Da muss man sich erstmal ein bisschen erholen. Deswegen sage ich erstmal hier Tschüss.